Ja, tatsächlich mich schnell. Und du, oh Mann, das ist der beste Platz. Willkommen zu unserem Q&A. Wie, jetzt bist du mit dem Rücken zur Kamera oder was? Es geht um Fragen, die ihr gestellt habt, die wir beantworten werden. Mhm. Ja. Du stellst sie, ich sehe sie nicht. Wo hast du die Fragen alle her? So aus YouTube-Kommentaren, Mails aus und so, ne? Aus YouTube-Kommentaren, aus E-Mails, aus Kommentaren unter Bildern und so. Und ich habe die gesammelt über die letzten paar Monate, was immer wieder gefragt wird. Und das können wir jetzt einmal abfragen. Ist aber auch ganz spannend. Pass auf, lass mal erstmal raten, welche es sind. Wann wir eine Crossstrecke bauen? Oder ob wir eine bauen wahrscheinlich? Also zwei kannst du locker noch erraten. Es sind 9. Okay, also sind das alles filmspezifische Sachen? Ob man als Minderjähriger auf den Hof kommen kann? Das ist auch dabei. Das ist unter dabei. Ich weiß, was du sagen willst, ob wir hier wohnen. Ja. Ist eine Frage, die uns hier vor Ort häufig gestellt wird, auf jeden Fall. Ja. Nee, tun wir nicht. Und was noch? Warum die GoPro nicht mehr umfällt? Nee, sowas glaube ich ist da nicht drin, ne? Au, da unten drin! Geil, ey! Scheiße, ey! Okay, ey, komm her, bevor wir das jetzt alles erraten haben. Geil, Alter, ey, geil, ey. Ja, ich lese, ey, wie gesagt, nur, dass ihr das ganz kurz wisst als Einstieg, ne? Alles, was ihr bei YouTube postet, außer manchmal, da kriege ich halt so, da kann ich dann nicht mehr, breche ich ab. Aber normalerweise lese ich wirklich alles. Also, alles. Ja, Vanessa liest sowieso alles, Frau Poppinger liest noch mehr als alles. So. So, die erste Frage ist, warum kann man erst ab 18 helfen? Das hat vor allen Dingen versicherungstechnische Gründe. Ja. Also es ist so, dass wir hier dafür sorgen müssen, dass sich keiner verletzt. Und wenn sich jemand verletzt, muss das irgendwie gedengelt sein. So. Und das ist halt das Problem, ja, dass ihr als zum Beispiel 16, 14, 13, 11-Jähriger nicht entscheiden könnt. Also wir haften automatisch für euch. So, und das ist nicht so einfach. Da hilft auch kein Elternbrief. Also da hilft auch nicht, dass eure Eltern nett unterschreiben. Also auch wenn das eine super gute Idee ist, das ist okay, wenn Corbinian mit einem Schweißgerät arbeitet. Das ist nicht okay. Also damit sind wir einfach problemfrei. Außerdem ist ein wichtiges Ding, nur als 18-Jähriger könnt ihr selber entscheiden, dass es okay ist, wenn wir euch filmen. Das geht auch als 16-Jähriger in vielen Fällen, allerdings auch das. Das müsste also auch, müssten Eltern von euch müssten unterschreiben, dass es okay ist, wenn wir euch filmen. Dann ist das heikel, sagen wir mal, ihr sagt irgendwas, das ihr später bereut, dann könnten eure Eltern kommen und sagen, puh, einen 14-Jährigen alleine vor die Kamera lassen, ist aber halt auch ein bisschen unverantwortlich. Ja. Nächste Frage. Jetzt, wo die Akustik-Session rauskam, habe ich ganz, ganz oft wieder die Frage gekriegt, wie man Musik an uns schicken kann, weil die Adresse anscheinend nicht mehr so richtig bekannt ist. Und deswegen wollte Musik-Ad, meinst du? Genau. Okay. Noch einfach nochmal sagen, dass Musikkram nicht unbedingt an Bürgerservice oder info@klimansland geht, sondern an musik@klimansland.de. Und da wird das dann von Paolo gefiltert und der schreibt euch dann an. Und dadurch passiert das. Genau. Don't stay behind, so we might find a way. Es wird jetzt alle zwei Wochen, jetzt fangen wir erstmal an, alle zwei Wochen wird es eine Musiksession geben. Sogar wöchentlich, jetzt erstmal wahrscheinlich. Ehrlich? Ja. Okay, krass. Also 4 oder 5 haben wir jetzt schon komplett fertig produziert. Genau. Voll krass. Da ist ja für den Ablauf auch spannend, das ist genau wie Finn sagt. Man schickt halt einfach seine Musik an musik@niemandsland.de und sagt, ey, die könnt ihr gerne verwenden. Paolo geht die durch, sucht ein paar raus, die er cool fand. Genau die haben wir einfach angeschrieben. Und vor allen Dingen, also schreibt, genau, ihr könnt Mucke schicken, ihr könnt euch für Akustik-Sessions anmelden, aber dann schickt auch Mucke mit, weil sonst wird es schwierig. Ja. So läuft das. So, eine Frage, die immer wieder kommt, wo ist eigentlich Franzi, warum kommt die in unseren Videos nicht vor? Franzi arbeitet ja nicht hier, die hat ja noch ein ganz eigenes Leben. es fängt an zu regnen, oh, wir müssen reinhauen. Fällt wieder auf, da hinten wird es wieder gut. Ich halte das durch. Wir können auch hier runter gehen. Oder wir gehen da unten drunter. Genau, also Franzi hat einen richtigen Job und die ist gerne hier, wenn sie Bock hat so, und wenn sie vor allen Dingen Zeit hat. Die ist ja auch manchmal abends da oder wenn wir hier grillen, kommt sie manchmal vorbei. Sie kommt nur nicht für Videos vor. Genau, weil sie halt auch kein Protagonist ist und nie war. Also sie hat ja, muss man ja sagen, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Franzi hat gar nicht so einen Bock auf den ganzen Kram. Man hat das kaum gemerkt. Pass auf, hier kann einmal Fuß hoch, ja. Ich schmeiß mich da nicht rein. Nee, ich schmeiß ja nicht rein. Und das ist halt eben auch dann hier genau das Gleiche. Also Franzi ist dafür nicht gemacht und hat auch einfach keinen Bock. Ich spanne die bloß immer ein, weil ich zu Hause Hilfe brauchte. So, das war der Grund, warum Franzi in den Videos war und auch immer noch ist manchmal. Dann haben wir noch. Warum dauert das so lange mit den Videos? Es ist ja so. Wir haben erstmal Drehs, die gehen mitunter über mehrere Tage. Wir drehen nicht jeden Tag, sondern wir drehen eigentlich fix 2 Tage die Woche. Plus halt, ne, wenn Helfer da sind, in der Woche auch. Und dann muss das ganze Material gesichtet, geschnitten und optimiert werden. Ich finde, wir sind eigentlich ganz schön flott. Wir haben 1,5 Cutter hier. Ne?
Ja, wir sind viel schneller geworden. Die Logbücher arbeiten den Kram jetzt ja auch irgendwie regelmäßig auf. Aber wir sind eigentlich anderthalb Cutter nur. Und wir haben unheimlich viel Material. Guck dir da an, was hier passiert. Hier laufen, so wie heute, laufen im Grunde drei Drehs gleichzeitig. Ein Team baut die Garage aus, ein Team arbeitet im Saal, ein Team macht das jetzt hier gerade so. Und das ist irgendwie, überall stehen GoPros rum und so. Das muss sich halt jemand angucken. Das muss jemand abschneiden und so. Vielen Dank für eure Fragen dazu auch. Ob ihr das machen könnt. Es schreiben auch viele Leute, ob die das schneiden können. Das Problem ist halt so, wir haben das ja auch schon mal gehabt, den Kram nach Hannover senden und so. Das ist alles scheiße. Also das Material muss hier bleiben, die Leute müssen hier an den Rechtern arbeiten. Ja, und das weil können du wir so nicht. Viel, ne? Du arbeitest ja auch so viel an dem Material, du guckst da so oft drüber und nimmst Einfluss darauf und das genau. Ist so komisch, wenn man das immer hin und her schickt. Ja, das nervt einfach ab. Ihr müsst ja wissen, der Ablauf ist so halt, ne? Es gibt jemand, der sichtet das quasi vor, dann jemand, der da schneidet. Oder sichten und schneiden ist manchmal und meistens die gleiche Person. So, und dann gibt es im Grunde eine Vorversion, die kontrollierst du, ich, wie auch immer, gehen wir die zusammen durch. Und dann mache ich immer noch den finalen Schnitt bei dem Kram. Also guck mir das Zeug an, schnibbel ab, was ich dann noch zu viel finde oder bau ran, was ich blöd finde und so weiter. Bau ran, was ich blöd finde. Und deswegen sind unsere Videos alle so beschissen. Und dann ist das Video erst abgeschlossen. Das heißt, es geht total viel hin und her und es wird so viel miteinander abgesprochen. Genau, und das geht halt einfach nicht über die Entfernung und es geht auch nicht in diesem Zyklus hier und in den Gesprächen, dass immer irgendwer für ein Projekt vorbeikommt. So. Deswegen stellen wir Leute an, die das machen, so, ne? Mit denen wir dann zusammenarbeiten. Und Falk und so, die wohnen hier mehr oder weniger, die arbeiten daran. Deswegen dauert es ein bisschen. Hab einfach ein bisschen Geduld und genießt doch einfach, was da ist. Was ist das Problem? Oder? Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ist doch kein Stress, einfach sich das einfach eine Woche später anzugucken. Es geht doch nicht darum. Nein! Okay. Starte, Junge! 11! Kann ich bei euch eine Ausbildung oder ein FSJ machen? Ausbildung nicht? Nee, weil ich darfst du eigentlich ausbilden? Nee, ich auch nicht. Ja, aber so eine Ausbildung. Ich habe ja nur ein Volo gemacht. Das kommt genau. Das kommt auch dazu. Also eine Ausbildung bei einer Sendung. Das wäre so geil, wenn du rückwärts gleich in den Teich. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich ausbilden dürfte, glaube ich nicht. Ja, es hat auch irgendwas mit Berufsjahren zu tun. Ey, also erstmal dürfen wir nicht, Tim darf es halt so, ne? Aber dann ist das auch nicht im Klimastand, sondern bei der Produktionsfirma letztlich. So, das geht halt hier direkt so nicht. Mhm. Nee, außerdem, ja, wie gesagt, eine Ausbildung geht 3 Jahre. Keine Ahnung, ob es das Klimasland in 3 Jahren in der Form noch so gibt. Und das, was du jetzt gerne hier machen würdest, zum Beispiel Kameramann oder was, Mediengestalter, kann sein, dass es den Job überhaupt nicht mehr gibt dann. Vielleicht gibt es da gar kein Internet mehr in 3 Jahren. Und dann sind wir auch weg. Ist auch wahrscheinlich, ja. Genau, FSJ, ja, also wir müssen, ey, behaltet einfach die Social Media Kanäle auf dem Schirm. Da haben wir öfter mal so Ausschreibungen für Praktika. Praktika kann man hier auf jeden Fall machen. Genau. Genau, also behaltet einfach die Kanäle im Auge, so da gibt es all diese Informationen ständig. Allerdings wichtig, es gibt keine Chance hier zu arbeiten unter 18. Ja. Das geht einfach nicht, weil man ganz normal angestellt sein muss. Außerdem arbeiten wir mit Medien, die teilweise Inhalte enthalten, die erst ab 18 zugänglich sind. Und wenn das nur ist, dass irgendwo mal eine Schnapsflasche steht oder so. Und ein Praktikum sollte immer mindestens 3 Monate oder genau. Länger sein. Also kürzere Praktika. Sollte im Rahmen vom Studium sein. Das ist am besten, muss aber nicht. Das ja, da hast du halt ein paar Vorkenntnisse und es ist immer wichtig, dass man ein bisschen was weiß schon, bevor man hier anfängt und halt bei Null startet, weil dann kommst du hier in der kurzen Zeit sowieso nicht rein. Wollte ich gerade sagen, gerade wenn man keine Vorkenntnisse hat, bringt ein 3-Monats-Praktikum halt auch nicht viel. Da kann ich bei euch meinen Junggesellenabschied feiern. Wirklich? Ernsthaft. Ständig. Ohne Scheiß? Wirklich. Und wer will das? Eher nicht. Nee, also. Das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Hier reißen sich richtig viele Leute ihren Arsch auf, so investieren ihre ganze Zeit, die sie haben, um dieses Projekt größer zu machen. Und die tun hier alle was. Mhm. Natürlich haben wir hier viel Spaß. Natürlich hängt man auch mal rum, aber wir hängen rum nach so einem sehr intensiven Tag voller Arbeit. Ja. So, und das ist hier jeden Tag so. Und natürlich wird es auch Feiern geben. Wir haben auch diesen Saal, das könnt ihr auch im Auge behalten. Da wird es auch mal Veranstaltungen geben. Aber hier rumhängen ist nicht. Und da haben wir auch überhaupt keinen Bock drauf. Also, das ja, finde ich ganz wichtig, dass man das versteht. Hier 40 Leute sitzen und einfach Bier trinken, während alle anderen versuchen, irgendwie gemeinsam voll der Schwachsinn, ein überhaupt Gemüsebeet nicht anzulegen. Genau, ist überhaupt nicht der Spirit dieses Hofes. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Wir sind hier nicht so eine Gammeltruppe, sondern wir wollen richtig was reißen. Und deswegen haben wir uns vereint. So. Nicht, um hier den ganzen Tag rumzuhängen und zu saufen. So. Ja. Schön gesagt. Warum fällt die GoPro nicht mehr um, die GoPro so umfallen? Ey, ganz einfach, das ist auch wichtig so, ich habe das nie extra gemacht, ne? Das glauben ja viele Leute, dass ich das Ding runterschmeiße, sondern ich bin halt ein richtiger Trollo, hat 20 GoPros irgendwie in einem halben Jahr durchgeballert. Das ist total dumm. Das kostet mich halt voll viel Knete so. Es immer ärgert mich tierisch, wenn das passiert. Und das passiert hier nicht, weil wir Kameraleute haben, die ihr Gerät unter Kontrolle haben so. Das funktioniert einfach nicht mehr. Wir arbeiten manchmal mit GoPros, manchmal fährt die dann dabei auch noch runter. Meistens wird die aber mittlerweile, weil wir haben jetzt so Cases irgendwo rangeklippt und so, einfach smart. Bei mir zu Hause in der Werkstatt ist so wenig Platz, dass ich da nicht klippen kann. Deswegen stelle ich die auf irgendeinen Scheiß rauf und dann passiert es manchmal, dass es runterfällt. Ey, ist halt auch kein Gestaltungselement. Das ist einfach scheiße, wenn das passiert.
wann gibt es Gartenkurse bei Jonas? Das habt ihr jetzt schon öfter in Videos gesagt und tatsächlich wollen ganz, ganz viele Leute das machen. Lass mal hochgehen, hier unten ist nicht so geil, oben ist besser. Müsste Jonas mal durchgehen, wie er das schafft von der Zeit, ob das drin ist, was das irgendwie an Material braucht. Mein liebster Kommentar zum Gartenkurs war, eigentlich brauche ich keinen Gartenkurs mehr, aber bei so einem süßen Gärtner würde ich gerne einen machen. Das haben viele, ey, Jonas Schmacht. Ja, ja, ehrlich. Also wird es richtig süß, ich finde ihn aber auch heiß, deswegen arbeitet er. Das ist auch ein süßer Typ, das ist auch ein richtig netter Typ, ne? Den mag auch jeder. Ja, stimmt, den kann man nicht mögen. Damit das ordentlich wird hier, ne? Haben wir die ganze Fläche fräsen lassen, damit der Rasen wegkommt und schön eingearbeitet wird. So wie Figge, der da vorne gerade läuft. Ja, der geht so. Der geht so. Aber Figge, ey, kleiner Aufruf, ne? Figge hat gerade das beste Video gemacht, was er jemals gemacht hat, finde ich. Figge! Hallo! Hallo! die WLAN-Verteilung hier im Klimasand. Also guckt euch den Kanal auf jeden Fall an, heißt einfach nach Chris Figge suchen. Da ist das echt witzig mit Brian hinten in seinem Wagen und ja, so. Hallo? Haben Sie Lust, mit mir über Netzwerk zu sprechen? Von welcher Firma kommen Sie denn? Ich komme von Klimasland IT Services. Kommen Sie mal rein, ja. So, wir brauchen gar nicht reden, weil der spielt online. Also funktioniert ja alles. WLAN? 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 Richtig cool. Also ey, auf jeden Fall behaltet klimasland.de im Auge und unsere Social Media Kanäle. Und da wird das dann stehen. Dann sind da die Kurse mit Zeiten und dann könnt ihr euch einfach eintragen, wie bei Finder auch irgendwie wahrscheinlich. Ne? Ja, irgendwie so. Würde ich jetzt machen, warum haben wir keine Hoftiere? Also Nutztiere, Hühner und so ein Kram. Ey, würden wir voll gerne, haben wir auch schon überlegt. Am Anfang waren ja hier kleine Pferde und eine Kuh war hier, ein Kuhbaby. So, also Baby. Ein Kalb, ja. Ey, ja, das meine ich. Und das war total süß und wir hatten echt überlegt, das zu behalten und uns da ein bisschen drum zu kümmern. Aber das Problem ist, wir haben ja hier Veranstaltungen. Hier ist immer laut, jeden Tag. Hier eiern voll viele Leute rum, auch voll viele, die wir nicht kennen. Und ich will es einfach nicht, ich finde es unzumutbar, so einen Hof zu haben, der irgendwie auch so ein bisschen, naja, Partyort ist es schon irgendwie. Es sind halt viele Leute hier, auch wenn wir hier viel arbeiten und so abends hat es dann schon so ein bisschen Festival-Flair, weil genau, dann eben viele Leute, die dann auch hier zelten oder in den Wohnwagen wohnen, Musik, wechselnde Besetzer. Das heißt, wenn die Leute hier sind, haben die auch richtig Bock auf eine gute Zeit und es ist für sie nicht nur Wohnort und so. Und was macht man mit den Tieren, wenn man sowas hat wie Viva Con Agua zum Beispiel? Ja, genau. Was ist, wenn wir hier eine Veranstaltung auf dem Hof haben? Wir wollen so Sommerpartys noch machen. Nächstes Jahr soll es hier vielleicht so eine Art Festival geben oder so Zeug. Ey, das geht nicht. Da geht selbst nicht mal eine Katze geht bei sowas dann einfach so, mal eben. Das war hier oft ein Thema, eine Hofkatze. Aber das finde ich persönlich nicht so schlimm. Eine Hofkatze holst du dir von irgendeinem Bauern. Ja, aber du holst von den Bauern, da kümmert sich eh nie jemand drum. Und das Einzige, was du machen musst, bei Bauern kümmert sich keiner drum. Das sind die haben 40 Katzen, die hauen die mit der Plattschaufel tot, wenn die da vorbeikommen. Ist so, ey, so funktioniert es auf dem Land. Da kannst du ja lieber eine abholen, der hier ein bisschen Futter hinstellt und dann sammelt die dafür diese kleinen Viecher mit dem langen Schlauch. Ja, Schlauch. Diese kleinen Viecher mit dem langen Schlauch. Der Typ hat eine Katze. Vergesst das nicht. Haust mit der Schaufel tot, sonst fängt er sich so ein paar Viecher mit einem langen Schlauch. Mann, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also es geht nur darum, dass das eine Erlösung ist. Ich finde, eine Katze geht, die kümmert sich eh um sich selber. Eine Kuh geht halt nicht. Also ehrlich gesagt, aus Respekt vor den Tieren. Also auch wenn ich nicht genau weiß, wie man Maus buchstabiert, habe ich das. Ganz großen Respekt vor Tieren. Die letzte ist, ob du alle Nachrichten selber beantwortest und E-Mails. Ja. Weil die meisten gehen tatsächlich davon aus, wenn E-Mails kommen, wenn Nachrichten kommen, sagen wir, hallo Finn, ich würde dich gerne mal treffen und so. Das ist sehr lieb. Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das schaffe ich einfach auch nicht mehr. Es sind viele Kanäle, über die das zusammenläuft. Guck mal, das ist mein ganzer privater Kram und das ganze Klimasland-Zeug plus halt die verschiedenen E-Mail-Accounts und so. Das ist mehr als zwei Vollzeitjobs erledigen könnten. Das. So. Also, wenn du alles zusammenzählst, geht das halt nicht. Deswegen ist es verteilt, deswegen gibt es Musik, macht Pablo, Pepe meine ich. Paco. Und der ganze Bürgerservice, das macht alles Vanessa. Hier vorne kommen wir jetzt in unsere Social Media Abteilung. Und auch auf YouTube und so kommunizieren mitunter natürlich andere Leute. Hauptsächlich schreibt ihr mit Vanessa. Wenn sie da antwortet. Und dann wird aber natürlich alles gewissenhaft, so wie diese Geschichten, aufbereitet. Und dann besprechen wir die in unseren Meetings zusammen. Und sprechen drüber, okay, was will die Community, was passiert gerade bei Finder, wie ist der Tonus auf YouTube und so. Aber das muss halt ein bisschen aufbereitet werden. Aber ihr seid ja nicht blöd, das könnt ihr euch auch vorstellen, dass das so ist. Ja, ist doch so. Ja, eigentlich schon. Ja, ist einfach zu viel. So, man muss sich das vorstellen, das sind hunderte Nachrichten. Oh, fast, mir ist passiert. Oh, fuck, schade, ey. Er steht halt die ganze Zeit hier im Abgrund. Boom, ey. Geil. Okay. Ja, das war's. Ja, voll geil. Vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, es wurden ein paar Sachen beantwortet. Also ich weiß, dass zumindest 9 davon beantwortet wurden. 10, genau. Also wie gesagt, zusammengefasst, schaut euch einfach klimasland.de, Finder und Facebook und Instagram an. Da werden die meisten Sachen eh immer beantwortet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die da stellen. Auch darauf antworten wir manchmal. Ja, wir antworten auf alles. Ja.
Wir sind das beste Team der Welt. Mein Arsch ist nass. Meiner auch. Der Stuhl war blöd. Der Stuhl war blöd. Ich würde gerne Huckepack bei dir. Ja, mein Rücken wird das auch gerne. Huckepack. Wir sind's, das Huckepack. Ich nehme den Koffer hier mit. Wie findest du den Namen? Das Huckepack? Ja? Wir sind's, das Huckepack. Klingt wie zwei 15-jährige YouTuber. Arschloch, ey.